Die Forschungsmuseen gehören zur Leibniz-Gemeinschaft. Es gibt insgesamt 8 Stück. Und Forschungsmuseen zeichnet aus, dass sie nicht nur regionale Inhalte darstellen, sondern überregionale Dinge. Also Dinge in einer gesamtstaatlichen Perspektive. Und wir sind angehalten zu forschen und auch Forschung als Prozess in der Ausstellung sichtbar zu machen. Also auch darzustellen, wie man forscht, welche Fragestellung hat man, welchen Erkenntnisgewinn erzielt man mit der Forschung. Auch die Objekte zu zeigen, wie die konkret beforscht werden. Und somit den Menschen mitzunehmen und den Besucher auf die Reise, was Forschung eigentlich bedeutet. Wir erforschen die Wechselbeziehung zwischen Mensch und Meer. Die große Überschrift ist Mensch und Meer. Und da geht es darum, zu erfahren und zu erforschen, wie eigentlich der Mensch im Laufe der Jahrhunderte das Meer genutzt hat. Was waren seine Interessen? Warum hat er sie, das Meer genutzt? Nicht nur als Schifffahrtsweg und als Handelsrouten, sondern auch das Meer als Ressource. Und nicht zuletzt ist das Meer ja auch prägend für unsere Identität und für unser Gemüt. Und all diejenigen, die an der Küste wohnen, die wissen auch, dass Wind und Welle und toller Sonnenschein und wechselhaftes Wetter doch auch das Leben und den Alltag prägen. Und all das soll Gegenstand der Erforschung sein. Wir bemühen uns sehr um wissenschaftlichen Nachwuchs. Wir haben ein strukturiertes Doktorandenprogramm. Die Doktoranden, die wir am Haus angestellt haben, die sind sowohl an der Uni Bremen in die Doktorandenprogramme, vor allen Dingen aber auch in die Programme des Alfred-Wegener-Instituts Polmer eingebunden. Das ist ein ganz, ganz starker Partner, auch thematisch. Und da freuen wir uns sehr, dass die Doktoranden da eine gute Betreuung zwischen Alfred-Wegener-Institut und Deutschem Schifffahrtsmuseum gefunden haben. Wir haben insgesamt 3 Forschungsschwerpunkte. Ein Forschungsschwerpunkt beschäftigt sich mit dem Schiffbau im sozioökonomischen Kontext. Das heißt, wie wurden Schiffe gebaut, unter welchen Arbeitsbedingungen, wie waren auch Unternehmen organisiert, um diesen Bau überhaupt organisieren, finanzieren zu können und auch umsetzen zu können. Wir haben als zweiten Schwerpunkt Schiffe als Medien der Wissensgenerierung. Da geht es darum, dass Schiffe eingesetzt worden sind, insbesondere in der frühen Neuzeit, um neue Areale zu entdecken, neue Regionen sich zu erschließen, aber auch neue Pflanzen, neue Menschen, neue Landesteile kennenzulernen. Und im Grunde dieser Wissenshunger hält bis heute an mit den Forschungsschiffen, die als Plattform und Laboratorien auf dem Wasser genutzt werden. Und somit ist unser Themenschwerpunkt Schiffe als Medien der Wissensgenerierung im Grunde die Geschichte auch der Forschungsschiffer, die ja für Deutschland heutzutage auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, seitdem das Meer im Grunde in den Blickpunkt der Interessen gerückt ist. Der dritte Forschungsschwerpunkt beschäftigt sich mit Schifffahrt und Umwelt. Dieses Thema ist sehr neu in der historischen Landschaft. Sehr viele historische oder umwelthistorische Schwerpunkte gibt es mittlerweile an unterschiedlichen Universitäten, aber im Grunde keinen, der so richtig den Blick aufs Meer wagt. Und somit sind wir diejenigen, die versuchen, die Forschenden aus verschiedenen Ecken Deutschlands und Europas zusammenzukriegen und hier im Schifffahrtsmuseum zu einer gemeinsamen Gesprächskultur einzuladen, zu gemeinsamen Gesprächsrunden, um diesem Thema Schifffahrt und Umwelt, was, glaube ich, auch in der politischen Diskussion jetzt eine sehr große Rolle spielt, einfach zu diskutieren und uns damit zu beschäftigen. Wir versuchen, unsere Ausstellung zeitgleich mit der Forschung schon zu planen und zu konzipieren. Es soll nicht so sein, dass wir abgeschlossene Forschungsergebnisse in der Ausstellung zeigen, sondern im Grunde den Prozess, wie überhaupt Forschung funktioniert. Was sind die Fragestellungen? Was sind unsere eingesetzten Methoden? Was sind vielleicht auch Irrschlüsse, die man im Laufe der Forschungsgeschichte gezogen hat? Das heißt, wir beteiligen unsere Nachwuchswissenschaftler sehr frühzeitig an der Ausstellungskonzeption und geben denen damit auch die Möglichkeit, eine Art des wissenschaftlichen Publizierens vorzunehmen. Der klassische Fall sind Bücher oder Zeitschriften, wo die Forschungsergebnisse Niederschlag finden. Aber insbesondere Ausstellungen sind natürlich wunderbar, weil das auch bedeutet, dass mehr Menschen davon etwas haben, wenn sie in die Ausstellung gehen, als wenn Bücher in sehr geringer Auflage gedruckt werden und nur im fachwissenschaftlichen Kreis vorbehalten sind. Die Disziplinen am Deutschen Schifffahrtsmuseum sind sehr vielfältig. Insbesondere aber Historiker, Technikhistoriker, Wissenschaftshistoriker spielen eine Rolle, aber auch Kulturwissenschaftler. Ich selbst bin Archäologin, Unterwasserarchäologin, habe also einen maritimen Hintergrund durch meine Forschungstaucherausbildung
Und ich hoffe mal sehr, dass wir jetzt auch eine Stelle ausschreiben können für Visual Arts, also Bildkunst, denn auch bildlich hat natürlich vieles seinen Niederschlag gefunden, was zur maritimen Welt gehört. Man kann sich auch Politikwissenschaftler denken oder auch Umweltgeschichtler oder auch vielleicht Umweltrechtler. Auch Jura spielt eine große Rolle. Im Grunde bildet das Meer ja alle Welten der Lebenswirklichkeit ab. Also im Grunde darf man keine Disziplinen ausblenden und man darf auch die Naturwissenschaften nicht vergessen. Unser Forschungskonzept sieht vor, dass wir uns aus drei unterschiedlichen Perspektiven unseren Objekten oder unseren Fragestellungen nähern. Eine Perspektive ist diejenige der unterschiedlichen Akteure, der an der Schifffahrt Beteiligten. Das führen wir unter der Überschrift Interessen. Denn das Interesse am Schiffbau kann ganz unterschiedlich sein. Die Reeder haben ein ganz anderes Interesse als die auf den Schiffen Beschäftigten oder diejenigen, die in den Werften arbeiten. Das heißt, die Perspektive der Interesse ist eine für uns sehr wichtige. Nicht zuletzt sind es auch Geldgeber für die Schiffe oder auch die Rezipienten. Also die Frage, welche Akteure haben Interesse an der Schifffahrt, ist eine ganz wesentliche Perspektive. Eine zweite Perspektive ist die der Materialität. In dem Material manifestiert sich ja im Grunde auch der Wunsch des Menschen, bestimmte Dinge in einem bestimmten Funktionskontext oder für einen bestimmten Zweck zu nutzen. Und diesem gehen wir nach und somit nehmen wir die Objekte sehr genau in den Blick. Und nicht zuletzt gehören da natürlich auch Restaurierungswissenschaften dazu, die helfen, die Objekte überhaupt zu erhalten, manchmal sogar auch zu begreifen. Die dritte Perspektive ist die Perspektive der Wahrnehmung. Dabei geht es um die Frage der Rezeption von Schifffahrt. Also wie hat man Schifffahrt zu bestimmten Zeiten wahrgenommen? Sowohl heute, wie nimmt der heutige Mensch auch maritime Elemente wahr? Oder wie funktionierte die Rezeption der Schifffahrt eigentlich in historischer Zeit? Wenn ich von Rezeption der Schifffahrt spreche, da denke ich insbesondere auch an Gemälde oder an das, was die Kunstgeschichte hervorgebracht hat. Denn das prägt letztendlich unsere heutige Wahrnehmung, ist aber auch Niederschlag dessen, was die Wahrnehmung des historischen Akteurs ausgemacht hat. Wissenschaftliche Kooperationen sind sehr wichtig, denn wir wollen Schaufenster der Forschung sein. Wir wollen also unsere eigene Forschung im Museum sichtbar machen. Wir wollen aber gerne auch die Institutionen einbeziehen, die ebenfalls zum Thema Mensch und Meer und der Wechselbeziehung zwischen Mensch und Meer im Bereich der Schifffahrt was beizutragen haben. Ein sehr starker und wichtiger Partner ist das hier unmittelbar benachbart gelegene Alfred-Wegener-Institut. Und das Beispiel des Forschungsschiffes Germania hier in der Ausstellung zeigt auch diese Kooperation unmittelbar auf. Denn das Alfred-Wegener-Institut hat natürlich Interesse an der Erforschung der Arktis. Die sind die Nutzer solcher Forschungsschiffe. Die Wissenschaftsgeschichte machen aber wir. Wir erforschen die historischen Bedingungen und die historischen Ereignisse, die dann im Zusammenhang mit der Erhebung naturwissenschaftlicher Daten, wie es das ABI macht, im Zusammenhang stehen. Schifffahrtsgeschichte ist im Grunde Globalgeschichte. Und Forschung ist heute nicht denkbar ohne internationale Kooperation. Also Forschung ist grundsätzlich überregional organisiert und ohne internationale Kooperationspartner ist Forschung heute gar nicht mehr denkbar. Die Sammlung ist unheimlich vielfältig. Wir haben Schiffsmodelle, wir haben Gemälde, wir haben begehbare Schiffe, was eine große Besonderheit ist. Und wir haben im Grunde schon kaum mehr Platz, all das unterzubringen, was wir im Grunde auch angeboten bekommen oder was wünschenswert wäre, als Kulturgut zu erhalten. Wir wägen sehr gut ab, was wir annehmen oder ankaufen oder nicht. Das hat unterschiedliche Gründe, denn es ist nicht nur der Ankauf oder die Entgegennahme eines Exponates oder Objektes, sondern es ist auch die Pflege. Oftmals müssen die Stücke ja restauriert und auch nachhaltig gewartet oder gepflegt werden. Dafür bedarf es personeller Kapazitäten. Wir brauchen aber auch Platz für das eine oder andere. Das heißt, wir wägen sehr wohl ab, was uns möglich ist und was nicht. Wir sind dabei, unsere Dauerausstellung zu verändern. Einerseits geht es um eine neue Themenschwerpunktsetzung. Andererseits geht es darum, das System umzustellen. Wir wollen ein hochflexibles System schaffen, wo wir die Schifffahrtsgeschichte natürlich in ihren historischen Bezügen, wie wir sie auch kennen, darstellen wollen. Andererseits aber auch Möglichkeiten schaffen, Forschungsfragen und vielleicht auch Fragen, die sich die Gesellschaft stellt,
abzubilden oder zu kommunizieren, also in einem anderen Tempo in der Ausstellung sichtbar zu machen. Alle Museen sind derzeit damit beschäftigt, ihre Bestände zu digitalisieren. Und es ist ein immenser Aufwand, der da betrieben werden muss. Und wenn man alles sehr sorgfältig wissenschaftlich erschließt und wirklich gewissenhaft von verschiedenen Seiten fotografiert, vielleicht auch 3D-Aufnahmen macht, dann ist das ein enormer Zeitfaktor, der mit der Digitalisierung der Sammlung verbunden ist. Und würden wir uns nur darauf konzentrieren, würden wir viele, viele Jahre brauchen. Dadurch, dass wir nebenbei noch forschen, ausstellen, Diskussionsrunden leiten, unsere Schiffe pflegen, wird es noch weitere Jahre dauern, bis wir wirklich alle Bestände digitalisiert haben. Aber nichtsdestotrotz fangen wir damit an und setzen damit auch unsere Schwerpunkte um. Ein Museum ist ein Organismus, der aus ganz unterschiedlichen Bereichen besteht. Es kann nur funktionieren, wenn alles gut aufeinander abgestimmt ist. Und da muss ich sagen, bin ich den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sehr dankbar, dass die mit Ideen kommen und mit Forschergeist und tatsächlich das Haus auf der gedanklichen Ebene sehr unterstützen und auf der inhaltlichen Ebene. Wir haben den Bereich des operativen Geschäftes, wo natürlich angefangen von der Werkstatt und der Haustechnik bis hin zur Ausstellungstechnik alles funktionieren muss. Aufsicht und Kassensystem muss ebenso laufen wie letztendlich auch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, also das, was noch engeren Besucherkontakt und somit auch Kontakt zur Öffentlichkeit bedeutet. Und nicht zuletzt kommt es auch darauf an, dass das Museum getragen wird von den Interessenten. Und wir haben einen großen Förderkreis von annähernd 3000 Mitgliedern. Und da sind wir natürlich sehr dankbar, dass die dem Museum, noch bevor es das überhaupt gab, schon die Treue gehalten haben und jetzt 40 Jahre lang im Grunde im Rahmen eines Vereins für das Schifffahrtsmuseum auch da sind. Und das Schifffahrtsmuseum ist wiederum natürlich auch für die Mitglieder vom Förderverein da. Nicht zuletzt ist es auch den Kooperationspartnern zu verdanken, dass wir Möglichkeiten haben, hier Themensetzungen vorzunehmen, zusammenzuarbeiten und auch die Einbindung in die Stadt, in die Politik und nicht zuletzt in den Zuwendungsgebern ist zu danken, dass sie es ermöglichen, dass dieses Forschungsmuseum auch eine neue Richtung einschlagen kann und einen aus meiner Sicht sehr guten Weg in die Zukunft aufgenommen hat. Für das Deutsche Schifffahrtsmuseum wünsche ich mir, dass es tatsächlich zum Schaufenster der Forschung für Forschung wird, die Mensch und Meer betreffen, und zwar auch Forschung, die hier im Nordwesten der Region erfolgt. Also zusammen mit den meereswissenschaftlichen Einrichtungen, dass man gemeinsame Projekte auf den Weg bringen kann und auch in der Ausstellung sichtbar machen kann.